Und schon geht's los. Das war ja einfach. Und damit hallo und herzlich willkommen wieder zu meinem kleinen Stream. Heute an diesem fantastischen Dienstag. Wochenende ist rum. Und wir dümpeln ein bisschen weiter in den Gewässern von World of Warships heute. Ich hoffe, ihr seid gut gelaunt in die Woche gestartet. Ja, Wochenende kommt ja bald wieder. Keine Sorge. Und lasst mal ein bisschen die Seele baumeln, wie wir hier ein bisschen vorankommen. Denn heute ist der zweite. Ja, okay, perfekt. Ja, ich komme relativ gut hin. Ich habe gestern eingeloggt, mein Einlog-Boni weggekriegt. Perfekt. Ziel ist tatsächlich der Supercontainer. So. Gucken wir mal. Titanen der Industrie und so. Das ist ja das große Ziel für diese Woche. Man sieht, ich habe gestern jetzt nicht viel gemacht. Ne? Wir haben halt irgendwie hier aufgehört oder so, ein bisschen was gemacht. Es sind nur noch 480 Punkte bis zur Akasta, zur letzten Belohnung mit den 90 britischen Marken. Das einzige Wichtige hier sind die britischen Marken. Der Rest ist völlig uninteressant. Ah, guck mal. So viele Bänder wie möglich. Yes. Basispunkte. So viel potenziellen Schaden wie möglich. Tanken. Ja, das schreit doch nach Schlachtschiff-Action, oder? Yes. Sekundär-Spam for the win. Gehen wir mal schnell. Ja, doch, es geht. Nice. Entweder hat Wargaming was gedreht oder es hat doch was gebracht, das. Nee, das Spiel habe ich nicht auf die SSD gebracht. Da muss Wargaming was gedreht haben. Oder die FPS-Begrenzung hat was gebracht, tatsächlich. Das ist wichtig. Oh, ich nehme mir den Tag Spielzeit mit. Nice, nice. Wie geht es eigentlich vom Sound? Ist der laut genug? Oder nicht? So, Geplänkel. Ja, das ist Dienstag, ne? Schon wieder fast fertig. Hart, wie das mit dem aktiven Clan halt einfach geht. Ja, Aloha an mich. Ist ja sonst keiner da. So, ich habe mir auch was zu naschen mitgebracht. Kann ich gut ein bisschen Gummibärchen mampfen. Also nicht die Gummibärchen, sondern wie heißt das Ding? Der World Mix von Haribo. Ja, Haribo World Mix. Ja. Der ist nice. Da kann man mit leben. Kampfaufträge. August hat angefangen, seit gestern. Man sieht, ich habe gestern halt tatsächlich was gemacht. Ja, das ist halt der Wochenaufgabe. Heiß Wolo, wunderschönen Start und Dienstag. Doch, Haribo. Ja, Haribo. Ich hoffe mal. Ich muss ein bisschen improvisieren, weil ich die Tüte natürlich aufgerissen habe und dass da nichts raus rollert. Ich halte das mal schamlos in die Kamera. Das ist der Haribo World Mix. Ja. Also nur falls ihr Leute von Haribo das seht, ne? Also ich stehe für Sponsor für Haribo stehe ich zur Verfügung. Ohne mit der Wimper zu zucken. Oder falls ihr eine Billigmarke habt, nehme ich die Billigmarke auch. Nee, aber tatsächlich ist in diesem World Mix sind nicht diese. Obwohl, hier haben sie eins. Nee. Ich weiß nicht, da gibt diese. Ah, diese Dinger hier. Sieht man das genau?
Die hasse ich wie die Pest, die Teile. Die gibt es dann auch in der Spur härter. Und die sind in jeder Packung von Haribo drinne. Ja, wirklich in jeder. Und du kriegst die Tür nicht zu, weil ich die halt echt nicht mag. Aber man muss sie halt essen. Gibt es die auch in Franco oder war das ein Quebec-Gig? Das ist tatsächlich, das gibt es hier. Boah. Deswegen mag ich die nicht so. Boah. Vor allem, die sind halt so künstlich süß. Uah. Da müssen wir gleich mal spülen. Prost. Oh. Ja, in dem World Max ist halt relativ viel verschiedenes Zeug drin. Das ist ganz nice. Weil das begrenzt nämlich die Anzahl der Sachen, die drin sind, die du nicht magst. Weil sehr viele unterschiedliche Sachen drin sind. So. Ja, heute noch nicht zu spielen. Wir haben hier die ersten zwei Aufträge gemacht. Die Monatsaufträge, alles gechillt. Na, guck mal, jetzt haben wir wieder 400. Im letzten Monat waren es nur 240, weil sie das irgendwie halbiert haben den Monat oder so. Strangerweise. So, Sommermarken. Die ersten Sommermarken kommen rein. Mir fehlt, ja, die kommen wohl rein. hier ein neuer Auftrag. Jawohl, ich kann mal gleich mal gucken. Was sagen die Twitch-Drops? Habe ich jetzt alle? Yo. Jo, ab dem 4. kommen wieder neue Drops. Okidoki. Krieg mal hin. Keilerei hat angefangen. Das interessiert mich aber nicht. Weil es Tier 10 ist. Das heißt, im Endeffekt das geht von alleine. Aufgeklärte Bänder. Das wäre vielleicht noch wichtig, dass man das relativ schnell hinkriegen. Ich mache mal die aufgeklärten Bänder. Das ist halt wichtig. Tier 7, 2 gegen 2. Ach, das ist neu. Ja, mag ich trotzdem nicht. Ich meine, 1 gegen 1, da kann ich mich auf mich verlassen. Und wenn denn mit irgendeinem. Schwierig. Okay, ich mach mal erst diese Aufklärungsblödsinn. Dazu lohnt es sich, einen Fliegermann zu nehmen. Ja, schwierig das Ganze. Ja, ne? Das letzte Mal, als ich das gemacht habe, da hatte ich eine, da hatte ich einen leichten Kreuzer. Also ich war natürlich Schlachtschiff, ne? Er war ein leichter Kreuzer. Und anstatt halt einfach Piano zu machen und sich zu verstecken und halt bei dem gegnerischen Schlachtschiff-Zerstörer-Duo den Zerstörer zu jagen oder aus der Deckung auf das Schlachtschiff zu schießen und mich halt vorzulassen, ist er halt vorgefahren, hat angefangen auf das Schlachtschiff zu ballern und das Schlachtschiff hat halt zurückgeschossen und hat ihn halt instant aus dem Gefecht genommen. Und dann war das Spiel halt schon gelaufen. Und dann hat er mich halt angekackt, weil er ein leichter Kreuzer nur ist. Oh, sogar als Ring. Nice. Gefechtsstation. Viel Glück allen. Habe ich jetzt Raketenflieger? Nee, ich habe Torpedobomber genommen. Herzlichen Dank. Viel Glück allen.
Egal, Hauptsache ich komme nach vorne und entdecke Flugzeuge. Schiffe. Tarnhorst, Heinrich und Eisenau, die DRC. Ja. Ja, die deutschen Schlachtschiffe halt, weil die halt A, die sekundäre Spam halt haben und B, die Torps. So, jetzt kloppen sie auf, jawoll. Mein Job ist hier zu entdecken. Mein Job ist zu lenken, nicht zu denken. Ja. Guter Satz von Reinhold Schwarz hier. Nee, wie heißt er? Der Schwarzenegger war Schnitt von Simpson. Ich habe 7 entdeckt, ich habe 8 entdeckt. 8 von 12 ist eine gute Quote. Nähern uns Ziel. Haha, das war ja mal ein phänomenaler Abwurf, würde ich sagen, oder? Guter Abwurf gegen den Bot. Nähern uns Ziel. Unser Team hat die Führung übernommen. Autopilot aktiviert. Du Wut? Die Richelieu hat sich durchgesetzt. Was geht denn? Nähern uns Ziel. Ja, habe ich was zum Spielen, für mich ganz na, ja, zum Beispiel diese Unser Team hat diese die Bären übernommen. Die hatte ich ja zum Beispiel tatsächlich in meinem Care-Paket ja spezifisch als eigenständige Tüte drin. Die sind da auch mit dabei. Super nice. Halt alle hier auf so einem Haufen. Das sind alles menschliche Spieler.
Hallo, kann mir mal wer helfen? So ein bisschen wenigstens. Dann hier dieser ganz kleinen. Ziel erreicht. Autopilot deaktiviert. Nähern uns Ziel. Das ist halt eine Richelieu, ne? Und ich bin halt nur ein 6er Flugzeugträger. Gegnerische Schlachtschiff zerstört. Immerhin. Ich krieg den Kill. Autopilot aktiviert. So, und jetzt haben wir hier so ein komisches Krokodil. Läuft. Ja, ich werde gut einkaufen. Kann ich mir geben. Neunmal. Neunmal aufgeklärt. Sauber, ne? Können wir gleich den nächsten nehmen. Wenn wir schon dabei sind. Sommermarken mal verdient. Wie viel brauche ich noch für diese komischen Aufklärungen? Das ist Geschichten 24. War dein komisches Game? Ja. Hallo Titan. Da müsste ich ja schon mal meine erste Info droppen. Langsam. Ich werde es auch im Discord schreiben. Keine Sorge. Droppt das nach meinem Argos Raid. Du kennst es ja eh schon. Dein Argos-Chaos. Ich sag mal so, der gute Titan. Er hat sich immer gesträubt, Argos zu gehen in Lost Ark. Ja, das, was ich am Samstagabend immer mache. Wo ich euch gezeigt habe, wie man da schön easy peasy durchkommt. Der lässt sich nämlich gerade durchziehen für Gold. Für 1700 Gold. Das heißt, du kriegst noch Gold raus. Weil du kriegst ja wie viel Gold für den Raid? 2700? Wenn du alle drei Phasen machst. Na gut, du wirst halt deine Kiste noch. Vergiss nicht, die Kiste noch zu kaufen. Die erste Kiste ist wichtig für dich. Autopilot aktiviert. Ich fahre Lander, finde einen Katzgeschein und Spaß ist was anderes. Wegen den Bändern
Ich mach die Bänder rein über Secondary. Ich muss eh die deutschen Schlachtschiffe skillen und die sind doch dafür prädestiniert. Da steht ja nicht da, welche Bänder. Da steht nur da, mache Bänder. Und da musst du halt einfach nicht aktiv nichts tun. Im Endeffekt, du stehst ja bloß da. Was schießen die denn eigentlich? Alles aufgeploppt. Ich würde sagen, ich habe hier richtig, richtig viele. Oh, hier ist richtig, richtig Action. Wir nehmen uns direkt mal die Sinop. Weil die hat so gut wie keine Flugabwehr. Ist auch nur ein kleiner. Russischer Schlachtschiff. Ja, immerhin 5 aufgeklärt. Bäm. So. Wie gesagt, alles, was ich jetzt erzähle, werde ich nachher nochmal auf dem Discord schreiben. Es wird einen 24-Stunden-Stream geben. Diesen Monat. Um genau zu sein, am 19. und 20.8. Wir haben genügend Zeit, euch darauf vorzubereiten. Er wird von 14 bis 14 Uhr gehen, sprich vom Freitag, dem 19. von 14 Uhr bis Samstag, den 20. um 14 Uhr. Wird so illustre Spiele beinhalten wie World of Warships, World of Tanks, Fall Guys, Euro Truck Simulator 2, und Trackmania. Nähern uns Ziel. Unser Team hat die Führung übernommen. Ja, die Tops sind zu langsam. Oh, gerade so noch. Trento ist ein schnelles Schiff. So, da können zusätzliche Spiele noch dazukommen. Das wissen wir jetzt doch nicht. Und wenn ich sage wir, meine ich damit Little Quaivo für mich. Wir machen das gemeinsam. Ja, wir beide gleichzeitig auf jeden Fall unseren jeweiligen Server. Channel, nicht Server. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Wird spannend. Unser Sieg ist in Sicht. Jäger in der Luft. Na gut, er ist Nangado, dürfte auch tot sein. Unser Sieg ist das? Ist in Sicht. Hier so eine komische Eule. Oh. Oh.
War ein kleines bisschen sauer und sehr intensiv im Geschmack. Uff. Die Brombeeren-Himbeeren von Haribo kenne ich aus meiner Kindheit. Leider muss ich das Rezept der Gold bei den 80ern erinnern. Ich weiß nicht, ob sie das Rezept ändern mussten. Aber ja, die Bärchen, die kenne ich auch schon ewig. Obwohl ich natürlich mit anderen Sachen aufgewachsen bin, weil ich bin ja ein Ostkind. Greifen Gegner an. Schade ist, man kann keine Kamikaze machen. Das wäre noch super. Das würde denen gefehlt. So, was haben wir natürlich so ein gelbes Ding. Ich schalte es immer in die Kamera. Wenn man ja sieht, was in diesem World Mix drin ist. Hm, guck mal. Aufgeklärten Bänder. Fehlen noch 7 Stück. Das ist gut. Boah, wenn die nicht so intensiv wären. Du hast, glaube ich, hier auch. Ich weiß gar nicht, ist da Lakritz drin? Lakritz ist zum Beispiel gar nicht drin. Aber hast du dafür so coole Sachen wieder hier drin, wie so ein paar Erdbeeren. Und dann auch entsprechend die Kirschen. Komm, dann mach mal schnell die. Entdeckungssachen. Boah. Das Einzige, was der Süßkram auch macht, ist halt Durst. Ist nicht zu unterschätzen. Was essen denn ehemalige Ostkinder in ihrer. Russisch Brot. Das gibt's heute noch. Das weiß ich. Knusperflocken. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Geschmack. Das ist halt, was war das? Knäckebrot mit Schokolade war das ja. Oder ist es ja immer noch? Das Rezept hat sich ja nicht geändert. Ja, das gibt's sogar auch. Knusperflocken gibt's auch, heute. Und das ist tatsächlich auch eins der wenigen Ostprodukte, das jetzt auch den Westen erobert hat. In dem Sinne. Autopilot aktiviert. Uff. Katzenzungen. Nein, das war nur wieder eine dieser Figuren hier. An dieser. Ja gut, von den ganzen Schokoladentypen fange ich jetzt nicht an zu reden. Obwohl man kann Schokoladentypen, Schogetten sind ostdeutscher Schokoladentyp, den gibt es glaube ich auch noch. Ja, ich nehme halt tatsächlich Produkte, die es halt heute noch gibt. Ich meine, sonst müsste ich die ja von vor, was weiß ich, wie vielen Jahren noch im Kopf haben. Schogetten müsste es heute noch geben, glaube ich. Ich habe 4 gefunden. Na, hier so gefülltes Ding. Jäger in der Luft.
Boah, die sind intensiv. Oh, nice. Mal mich überlegen. Obladen, ja, war nicht so. In der DDR war das nicht so, war eher Tschechen. Waren Obladen. Aber ja, Obladen, vor allem mit Schokocreme dazwischen, die sind super nice. Hallorenkugeln, obwohl ich die persönlich nicht mag. Und die sind von Trumpf, genau. Beziehungsweise Trumpf hat die. Hat er die westdeutsche Lizenz. Ich weiß nicht, ob die die ostdeutsche Lizenz halt haben. Hatten, oder auch immer. Ja, mega. Aber Schoketten gab es. Ging ja darum, was es für Produkte halt gab. Die Führung übernommen. Es gab's noch Schickes. Ja, Hallorenkugeln hat man auch noch. Habe ich ja erwähnt. Jetzt haben wir da so ein Krokodil. Und ja, wir brauchen denn die Raketen abzuschießen. Ich weiß nicht, wie die sich nennen. Du hast für Weihnachten hast du doch so Schokoladen-Essschmuck, den du einen Weihnachtsbaum anmachen kannst. Und das sind doch so kleine runde Dinger mit so einem Loch in der Mitte, ne? Schokolade, und da sind so bunte Streusel drauf. Ich weiß nicht, wie die heißen. Das gab's, das ist auch ein DDR-Produkt tatsächlich. Unser Sieg ist in Sicht. Alter, haben die eine riesige Vorlaufzeit, ey. Schokogrenze, genau. Nee, da ist weniger Zucker drin, als man denkt. Und dazu hast du ja dann diese Perlen da drauf. Und diese Perlen gab es ja nochmal in groß, so in halben Zentimeter Durchmesser zum Beispiel. Die kauft man ungefähr gefühlt 10 Packungen jedes Jahr, weil er recht hat. Da hat er recht, da tut er was Gutes. Wie gesagt, die komischen Liebesperlen, die da drauf sind, das sind ja die kleinen. Und die gibt es ja auch dann in groß halt nochmal, wie gesagt, so einen halben Zentimeter Durchmesser. Eine Sache, die gibt es heute, glaube ich, nicht mehr so. Das sind. Jäger zerstört. Ah, lol, ey. Na komm, Secondary. Mach was. Unser Sieg ist in Sicht. Das sind.
Schoko-Kaffeebohnen. Ne, die du immer auf so Kuchen und Torten so drauf machst. Auf Schokokuchen und Schokotorten. Das ist so Dekorationskram. Also heute kriegst du es bei Dekorationskram. Früher gab es das auch als eigenständige quasi Schokolade. Konntest halt auch auf die Kuchen drauf machen, konntest aber auch so fressen. Vor allem waren die für Kinder halt sehr gerecht, weil die relativ klein waren. Und die hatten ja lustige Tiermotive drauf. Oder Glückssymbole oder sowas war das damals. So, haben wir jetzt das Ding fertig mit den. Und das ist halt für Kinder ist das top gewesen. Ich meine, ist immer noch Schoki, ne? So ist nicht. Aber für Kinder an sich was top. Es fehlen halt noch zwei Stück. Ja, okay, dann mach mal hier mit der Folie. Das ist doch. Warum nicht? Ja, eventuell gibt es die halt heute noch, weiß ich halt nicht mehr. Ne? Ich meine, ich gucke halt selten im Backbedarf nach in Deutschland, wenn ich mal irgendwann nach Deutschland komme. Ist halt selten, dass ich da zum Einkaufen gehe und dort Backbedarf kaufe. Weil als eigenständig im Schokoladenregal gibt es die nicht, das weiß ich. Das sind halt so Sachen, die mir auf die Schnelle einfallen. Es wird bestimmt noch mehr geben. Ich kenne die. Ich kenne die Dings nicht, die Marke. Aber wenn ich sowas in den Raum werf, wo noch die E-Commerce ist bestimmt in Bayern oder in Frankreich. Maybe. Wie soll ich sagen? Ich kenne die Marke nicht, aber es gibt bestimmt hier so, wenn ich das in den Raum werfe, hier Schokoladentaler. Na, die gibt es ja heute auch noch. Wenn mich nicht alles täuscht. Und früher gab es nicht nur Schokoladentaler, sondern es gab die auch aus Kaugummi. Die gibt es heute nicht mehr. Das Kaubonbon. Ja, genau. Als Kaubonbon. Das sind die, die ich meine. Ja, come on, ich sehe euch alle hier. Alle. Nehmen wir so einen weißen Dicken. Auch fürchterlich. Ja, ich meine. Das Schöne an unserer Welt ist, jeder darf seinen eigenen Geschmack haben. Ich weiß gar nicht, was mir so als immer so eine Kirsche. Ich weiß gar nicht, was mir noch so einfällt, spontan. Ich meine, das ist auch schon übel ein paar Jahre her, ne? So 30. Da fließt viel Wasser den Bach runter in der Zwischenzeit. Gegnerischer Kreuzer gesunken.
Was schießt denn hier auf mich die ganze Zeit? Nähern uns Ziel. Unser Team hat die Führung übernommen. Fable für Duplos. Ah, Duplos gab es halt in der, als Ostprodukt halt nicht. Das ist tatsächlich ein, das ist halt ein Ferrero, ne? Die wahrscheinlich längste Praline der Welt und so. Alter, geht alles daneben. Was zur Hölle? Was ist denn mit den Bots? Das ist schon der zweite, der hier an der Insel strandet. Der Kreuzer vorhin halt auch. Na, bei uns gibt es halt auch gerade... wie nennt sich's? KitKat. Im Angebot. Die große Packung Standard KitKat, die sind jetzt schon weg. Und jetzt haben sie nur noch KitKat mit weißer Schokolade. Habe ich tatsächlich heute davor gestanden und habe überlegt, ob man da zuschlagen können sollten, tun müsste. Aber meh. Muss nicht. Gegnerische Schlachtschiff zerstört. Gibt's typische französische Süßigkeiten? Ja. Gerade zu Weihnachten. Gibt es relativ spezifische Sachen. Tatsächlich kriegst du hier auch Strubwaffels. Ja, wer es kennt oder nicht kennt, das sind halt belgische oder holländische Waffeln. Das ist hier Standardangebot, Strubwaffel. Ist halt krass, ne? Aber das ist so ziemlich die einzige Waffelart, die sie halt auch haben. Also, aber dafür haben sie sowas wie Neapolitane halt einfach nicht. Fasst sich halt an den Kopf, ne? Aber Hauptsache, die haben Strubwaffel. Oh, hier, eine Cola-Flasche. Na und? Was, bevor ich noch da stand, Laien haben sie noch im Angebot. So diese, so ein 11 Riegelpäckchen, ne? Diese großen Riegel, die in der Großpackung drin sind, 11 Stück. Und da kriegst du die zweite Großpackung zum halben Preis. Aber ich meine, so ein Ding kostet aber auch 5 Euro noch was oder so. Also im Endeffekt kostet jeder Laien 50 Cent. Bei der ersten Stange und bei der zweiten Stange halt dann die Hälfte, also 25 Cent. Aber dann hast du aber auch zwei so riesen Dinger halt hier oben liegen. Greifen Gegner an.
Und ich war halt schon wieder voll beim Einkaufen. Oder? Ja, gerade Joghurt gekauft. Joghurt, Milch, Monsters. Alles so schweres Zeug. Endlich fertig. Das war tatsächlich das Erste, was ich sagen wollte. Das sind Macarons, kriegst du hier an jeder Ecke. In allen Geschmacksrichtungen. Selbst bei jeder Bäcker hat auch Macarons. Kannst du im Kiloweise kannst du das da Macarons kaufen aus verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ich glaube, der eine Bäcker hat irgendwie 10 unterschiedliche Geschmacksrichtungen gehabt. Ja, es ist halt Gebäck. Was gibt's denn? Ja, im Endeffekt ist das, was du hier viel hast, ist Bitterschokolade. Ja, so ab 70% Kakaoanteil. Ich glaube, das macht die Hälfte des ganzen Schokoladenregals, macht das aus. Ab wann geht's los? Ab 65%, glaube ich, fangen die ersten an. Ich kann ja mal paar Bilder machen, wenn ich wieder einkaufen gehe von den ganzen Süßigkeiten-Kram, den es da gibt. Aber im Endeffekt ist es ja wie in Deutschland, ne? Ist ja globale Marken. Du hast Macarons gibt es zum Beispiel in Deutschland eher nicht. Was du auch nicht bekommst, sind so komische Kastanien. Die gibt es aber nur zu Weihnachten. Die müssen aber gekühlt werden irgendwie. War ganz, ganz strange. Also richtig, richtig französisch eigenständige Marke gibt es halt nicht. Ich weiß nicht, Kinder Pingu wird es halt in Deutschland geben. Und dann das andere Ding, was daneben steht, ich weiß gar nicht. Ich habe mir nur mal das Pingu gekauft. Nee, Milchschnitte gibt es nicht. Milchschnitte musst du importieren. Tatsächlich. Die war auch in meinem Care-Paket. Deswegen war die auch in meinem Care-Paket drin, die Mischschnitte, die große Mischschnittenpackung. Weil du die hier nicht bekommst. Ja, habe ich getan, das ist richtig, genau. So. So. Jetzt haben wir erstmal ein Ding erledigt. Jetzt können wir hier getrost. Ne, wichtig ist, weil hier so wenig Tage sind. Und das zieht sich ja hier noch ein bisschen. So, 240.000 Schaden an Schiffen, das kriege ich hin. Jo. Der gute Friedrich. Oh, Entschuldigung, aber. Puh. Na, heute ist auch so ein bisschen Lex angesagt. Bei uns sind es halt schon wieder 29 Grad. Geht halt gar nichts mehr. Draußen steht auch die Luft. Zum Glück war ich heute früh noch einkaufen, als es nur 18 oder 20 dann waren. Na gut, es geht. 41% Luftfeuchtigkeit geht. Ja, ist aber die
ganze Woche wieder um die 30. Bäh. Ist doch typisch deutsch von Ferien aus Italien. Also wenn du so eine Handvoll von dem Zeug gegessen hast, von dem Gummizeug, ich will nicht sagen, dann ist dir schlecht, aber dann bist du aber auch gut voll. Vor allem, weil ich ja auch gerade erst Mittag hatte. Die Schlacht beginnt. Viel Glück allen. Übrigens bin ich wieder reportet worden. Mein Karma ist jetzt auf 28 gefallen. Ist ob ich mir darum was scheren würde. Warte auf Anweisungen. Wo dann hin mit seiner Album mal? Ach ja, na apropos 24-Stunden-Stream. Vor dem 24-Stunden-Stream, also nicht an demselben Tag, sondern in den Wochen davor, wird es den 12-Stunden-Adventure-Friday geben. Ist so ein bisschen der Ausgleich dafür, dass halt an dem 19. es keinen Adventure-Friday gibt, ne, weil der 24-Stunden-Stream ja um 14 Uhr anfängt. Und da werde ich vorher nicht noch Adventure spielen. So, das heißt, der 12-Stunden-Adventure-Friday, der wird, na gut, würde ich sagen, nächste Woche am 12., wenn wir den machen. Ich meine, habt ihr euch ja auch verdient. Habt ja fleißig gespendet. Eure wertvollen Burgers. Ne? Muss man ja mal ganz klar sagen. Da hat der Titan was entdeckt. Ja, nicht während des Gefechtes, du Held. Da hat der Titan was entdeckt. Weil wenn ich die halt während des Gefechtes mache, dann bestrafe ich ja. Bestrafe ich ja meine Mitspieler, wenn ich ja nicht am Keyboard bin. Das will ich ja nur auch nicht. Das ist ja nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Was ist denn hier los, ey? Ah, ist aufmerksam, der gute Titan. Ich habe mir schon gedacht, dass die Frage kommt. Sport ist Mod 1 ist noch nicht aktiv. Über das U-Boot versenkt. Natürlich dörp ich halt alles hier in die Insel. Ne, doch nicht. Einer ist durchgekommen.
Ich sag mal so, die 1 existiert, aber sie ist nicht aktiv. Und die 1 beinhaltet eine andere Aktivität. So viel kann ich schon verraten. Aber ist mir halt jetzt bei der Wärme einfach zu anstrengend. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich will mich ja nicht kaputt machen. Aber ich missbrauche euch ein kleines bisschen, um fitter zu werden. Jetzt ist er wieder zurückgefahren. Was ist denn das für ein... Alter, so viel zu dem Thema, wir haben die Bots überarbeitet. Die sind besser geworden. Eieiei. Na komm, komm vor. Auf geht's. Da kommt mein ganzer sekundäres Spam. Ja, summiert sich halt mit der Zeit. Vor allem die Brände, die es halt auslöst. Aber weil eine ungünstige Startposition. Ja, hau rein, nimm den 30-Minuten-Timer weg. Dann bist du. Ha! Timer. Titan hat auch den 30-Minuten-Timer gesehen. Gibt es da eine Begrenzung bei Sportusmod oder kann ich da meine Burger auf einen Schlag loswerden? Dann sehen wir in einer Woche einen Arnold Schwarzenegger auf dem Fuß. Da gibt es eine Begrenzung tatsächlich. Und Titan hat die auch gerade genannt. Das ist zumindest die zeitliche Begrenzung zwischen den einzelnen Sachen. Ich sag mal so, man kann das aber nicht unendlich Brustri machen. Ne? Man kann ja mehrere Variablen da einsetzen, was diese Belohnung angeht. Aber Sportus Mod 1 wollte ich halt nicht. Ja, man muss halt klein anfangen. Steigern kann man sich ja immer noch. Ne? Ich meine, das kostet ja nicht viel. Kostet ja nur 250 Burger. Hab ich mit Absicht habe ich tatsächlich dann das sehr weit runtergesetzt. Die 1 kostet im Moment noch wesentlich mehr, weil die Übung wesentlich schwerer ist. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie viel waren das überhaupt? Ah, 5 Stück. So. Man sieht, ich bin auch sportlich fit angezogen. So. Ja, dann. Und eins. Ja, schulterbreit reicht. Zwei. Drei. Vier. Und fünf. Uiuiui. Oh. Oh Mann, ist es nicht gewöhnt, in die Knie zu gehen. Und deswegen wollte ich das halt auch nicht direkt am Anfang so viel machen. Ja, ein Squat ist doch eine Kniebeuge am Ende. Und hi Christo. Können wir mal gucken? Squats Ausführung. Squats ist, versuch deine Knie nach außen zu drücken, wenn du nach unten gehst. Die Kniescheibe solltest du in Richtung deine Zehen zeigen. Schnell deine Knie nach innen kippen. Die sollten direkt über deinen Füßen stehen. Was macht man bei Squats?
Der wichtige ist, du musst halt tief genug am Boden gehen. Das heißt, deine Oberschenkel sollten parallel zum Erdboden sein. Dann bist du. Dann machst du die richtig. Aber Squats machst du über die Menge und die sind ja auch da, und ich will deshalb hier nicht meine Kniescheiben rausfallen. Na, ich meine, wenn man das länger macht und öfter macht, dann kommt ja. Und ja, ich meine, bei der Wärme, jedes bisschen. Wir haben jetzt hier immer noch 26 Grad hier in der Bude. Mein Lüfter ist zwar an, aber der bringt halt auch nicht viel. Aber immerhin steigt hoffentlich die Luftfeuchtigkeit nicht, weil ich drüben das Fenster auf habe. Auch wenn es draußen 29 Grad sind, aber da kann ich zumindest die Luftfeuchtigkeit abziehen. Ja, Titan, dann mach doch mal welche. Oh. Erstmal atmen. So. Und schon geht's weiter. Nee, noch nicht geht's weiter. Erst muss man Titan sein Sache. Die ersten fünf habe ich gemacht heute. Uhu. Tada! Na, wie gesagt, da kommt ja auch ein Stream hatte da Kniebeugen angetragen. Nachdem die Zuschauer diese Option gefunden hat, musste er am nächsten Tag den Hauser suchen und seine Schmerzspritze abholen. Wir tauschen. Ich mache deinen lustigen Squats und du fährst 60 km Rad. Ja, mit dem E-Bike. Das fährt auch quasi von alleine. Außerdem wohnst du in Berlin. Da ist einfach nur flaches Land. Da rollst du immer nur. Kannst du den Segel spannen und losrollen. So. Weiter geht's. Wie gesagt, man kann ja dann im Laufe der Zeit, wenn man sich daran gewöhnt hat, über Tage und Wochen hinweg, kann man ja die Frequenz erhöhen, mehr machen. Aber wichtig ist, man muss halt langsam anfangen, weil am Anfang ist die Technik wichtiger als die Anzahl. Na, dass du halt lernst und dich an die Technik hältst und dir die Technik verinnerlichst und nicht, dass du halt. Ich meine, ich könnte 100 Squats machen, danach kann ich meine Knie aber wegwerfen. Weil ich die Technik halt nicht habe. Und da gibt es halt viele Fallstricke, ne? Du musst halt weit genug runtergehen, du musst den Rücken gerade haben. Du musst deine Knie dürfen halt nicht nach außen rotieren, sondern du musst die halt da haben, wo deine Füße sind, ne? Du darfst mit den. Darfst dein Gewicht halt nicht nach vorne verlagern auf deine Zehen, was automatisch passiert, weil Die Schlacht du beginnt. nicht gewöhnt bist, deine Bänder so zu dehnen. Und dann gehst du halt automatisch auf die Zehenspitzen, weil du dein Gewicht halt dann nach vorne verlagerst. Und bleibst nicht mit deinen Fersen auf dem Fußboden. Das ist halt unglaublich wichtig. Ja, das sind halt nur so einige Fallstricke, die halt dabei. Bei dieser relativ einfachen Übung tatsächlich. Auftreten können und die dazu führen, dass das eher schadet als hilft. Kann man Sport des Mod wirklich auswählen? Könnte es dann nicht einen ungewollten Streamerbruch geben? Wieso soll es einen ungewollten Streamerbruch geben? Eigentlich müsste dann die Zuschauer dann noch viel mehr steigen, statt weniger werden. Also der Stream bricht sich ja nicht ab. Der Stream bricht halt nur ab, wenn du den Button drückst bei OBS. Ansonsten bricht er ja nur ab, wenn halt die Verbindung in irgendeiner Form getrennt wird. Sei es von Twitch aus selber oder sei es, weil Internet weg ist. Solange keine dieser drei Sachen passiert, bleibt der Stream halt an, egal was vor der Kamera passiert. Ich meine, ich möchte nur mal auf diesen einen Streamer hinweisen. Ich glaube, es war ein Amerikaner, der dann irgendwie nachts gestreamt hatte.
und ist dann irgendwie eingeschlafen und normalerweise hat er, keine Ahnung, 10, 15 Zuschauer. Und als er aufgewacht ist, haben ihn irgendwie 300 Leute beim Schlafen beobachtet. Und wie er da rumgelegen hat und geschnarcht hat. Ich meine, das ist einfacher Content, sage ich nicht nein. Nehme ich mit. Die Übung hat das Gefühl, dass ja, weil die sagt, ich mach's halt noch nicht. Das war das erste Mal halt, ne? Und wie gesagt, du musst halt die Technik halt. Und du musst bedenken, ich bin auch übergewichtig. Das Zeug ist ja damit da, dass ich abnehmen und fitter wäre. Ne? Und übergewichtige Leute können halt. Bei denen sieht das schwerfälliger aus, als es eigentlich bei fitten Leuten aussieht. Aber dafür machst du es ja. Ne? Wie gesagt, ich konzentriere mich, ich muss mich halt noch auf die Technik konzentrieren. Irgendwann liegt halt stinkend in der Ecke und der Stream läuft. Ich meine, solange ihr euren Content habt, seid doch froh. Was machen die denn da? Diese Streuung ist ja mal. So, hier ist ein guter Punkt. Hier kann ich stehen bleiben. Kann ich friedlich zu Ende rollen. Na und alle. Wie sagt man im Sprichwort? Aller Anfang ist schwer. Wichtig ist, dass du einen Anfang machst. Das ist halt der Punkt. Alles absorbiert, ey. Kann doch nicht sein. Torpedos direkt voraus. Okay. Unser Team hat die Führung übernommen. Dann halt nicht. Dann stirbt halt einfach neben mir. Ist auch okay. Oh, ich fahr zurück. Lol. Ja, noch 10 Meter mehr Stahl an Panzerung an meine Zitadelle bringen. Na, Bänder laufen, das ist okay. So. Unser Sieg ist in Sicht. Ist da irgendwas im Wasser? Nee. Ja, und in knapp 20 Minuten könnt ihr ja dann schon wieder. Das Ganze ist auch auf x mal pro Stream begrenzt. Jetzt unabhängig, wie lange der Stream geht. Ich glaube, ich habe 4 Mal das im Moment drin. Was ja dann 20 Squads wären. Das summiert sich halt im Laufe der Zeit. Und es regt die Verdauung an. Ich muss nämlich dringend pieseln. Autsch, das hat wehgetan. Solange wir dein Gepupe bei den Squads nicht hören, ist alles gut. Hä? Was für ein Gepupe? Also wenn es soweit ist, dann ist dringend Sport angesagt.
Deswegen hatte ich am Anfang die Arme halt auch nach vorne da, ne? Weil du, damit du halt nach hinten lehnen kannst und die Fersen auf dem Boden bleiben. Damit du besser Gleichgewicht halten. Das ist so die einfache Variante, die Arme nach vorne halten. So. Jetzt macht's einfach die Masse, die du fährst. Aber ich finde das ganz okay, wenn ihr mich unterstützen wollt, fitter zu werden, nehme ich das doch gerne an. Und soll ich sagen, was die erste Übung ist? Also Sport ist Modus 1. Also Sport ist Mod 1, was es ist. Damit ihr euch schon freuen kannst. Nee, keine Liegestütze. Liegestütze sind mit dabei sogar. Die sind Teil der Übung. Das sollte schon ein guter Hinweis sein. Was? Hey, Wolf. Nicht an mich gerichtet. Das sieht man nicht, da liegt er auch noch am Tisch. Ja, tatsächlich geht die Kamera nicht so weit runter, das macht aber nichts. Das nicht so schlimm. Noch mehr Cams anschaffen. Da bräuchtest ja nicht unbedingt eine Cam, sondern so ein Tripod-Fuß, ne, wo oben so ein flexibler Halter ist, den du drehen kannst, damit du den Winkel von der Kamera halt beeinflussen kannst. Ne, wie diese Influencer machen, so, die haben doch immer so ein Gestell mit so drei Beinen, das so kleine Knubbel hat. Und da kannst du ja oben in deine Kamera reizen und kannst halt den Kopf halt drehen vom ganzen Kameragehäuse. Aber tatsächlich sollte das mit dem Liegestütz ein guter Hinweis sein, was es für eine Übung ist. Könnt ihr mal ein Educated Guess machen? Schnell. 2700 gibt's. Ja, ich hab gesagt, 2700 gibt's für Argos. Und 600 musst du für die Kiste. 600 gibt's die Kiste. Das heißt, wenn du 1700 bezahlt hast, gehst du mit 2700 2100 raus, hast noch 400 plus gemacht. Ja, deswegen habe ich gesagt, du machst dann bei 1700 machst du sogar noch Gold plus. Aber das Wichtigste ist für dich halt das Argusblut. Und dann gehst du jetzt direkt los und holst dir halt deine
Und deine Set-Items. Unser Team hat die Führung übernommen. Torpedos voraus. Torpedos auf Steuerbord. Feueralarm. Gegnerischer Kreuzer gesunken. Torpedos direkt voraus. Genau. Er will auch noch. Was sind wir denn hier? Jeder darf mal Torpedo abwerfen? Ich glaube nicht, Tim. Normal nehmen viele nur 1500. Okay. Ja, die Preise steigen halt irgendwie. Keine Ahnung. Na, aber ich habe gesagt, Argos ist an sich relativ easy. Unser Sieg ist in Sicht. Ja, und denk dran, wenn du die... warst du mit welchem, warst du jetzt drinne? Mit dem Dämonen-Dings? Dein Set ist das Set des Fleißes. Ja, und wie gesagt, du kannst halt bei dem Set, wenn die Qualität nicht stimmt, kannst du das ja wieder zerstören und kriegst dasselbe Blut, was du reingesteckt hast, kriegst du auch wieder raus. Das heißt, du kannst halt rerollen, ne? Damit du bessere Qualität kriegst. Aber es kostet halt alles Gold. Das weiß ich. Alles cool. Perfekt. Genau. Das heißt, in der Theorie kannst du rollen, bis du eine perfekte 100 kriegst. Aber ich drücke auf alle Fälle die Daumen. Und vergiss nicht, deine Tripods zu speichern vorher. Bevor du da Item-Level überträgst. Tja, dann hast du jetzt eine Stunde zu tun, würde ich sagen. Gefechtsstation. Aber zurück zu Sport ist Mord. Die erste Übung, wie gesagt, beinhaltet was war? Benchpress? Liegestütze. Ja, genau. Die Boni sind der Unterschied. Der Fleiß halt, die hat den Crit-Boni. Und das ist das, was du brauchst. Weil du ja sonst keinen Crit hast. Nase kribbelt. Oh, Entschuldigung. Ah. Ah, danke, danke. Ja, keine Ahnung. Sieß Fleiß soll ich nehmen. Danke. Danke auch dir, Christo. Sport ist Mod 1 ist tatsächlich, wie gesagt, eine etwas schwierige Übung. Und die wird auch teurer sein, definitiv. Zumindest am Anfang. Nur weil man ja halt relativ wenig machen kann. Und zwar ist es ein Burpee. Ich
weiß nicht, wer das noch nicht gehört hat. Das ist im Endeffekt, du stehst halt. Au. Dann begibst du dich in Liegestützhaltung. Ja, einmal, du gehst in die Hocke. Dann setzt du deine Hände auf. Dann springst du mit den Beinen nach hinten quasi. Und dann gehst du einmal in Liegestütz, drückst dich wieder hoch. Springst mit den Beinen halt ein Stück hoch, dass du die Beine wieder unter dich kriegst. Und dann machst du einen Strecksprung. Also halt nach oben springen. Und das ist ein Burpee. Und davon machst du halt Sets. Und das ist richtig Qualen, Burpee. Und jetzt wisst ihr, warum ich den bei dem Wetter nicht mache. Okay, ich sehe schon, Titan weiß, was es ist. Oh ja, das mach mal. Das quält richtig, ja. Das ist richtig Qual. Unser Sieg ist in Sicht. Aber ich fange halt erstmal easy mit den Squats an. Weil die Squats sicherlich halt darauf vorbereiten, auf den Burpee. Weil der Burpee viel auf die Beine geht. Ne, viel auf Beine, Oberschenkel. Und da schwitzt du richtig ab. Ja, Bänder läuft doch, ne? Ganz easy. Ich mache einfach nichts mehr. Was halt schwierig ist, potenziellen Schaden kriegen, aber ich habe ja schon 1 Million, ist okay. Base EP wird halt wenig. Aber das macht nichts. Einfach einer hintereinander fahren. Und guck mal, jede Menge britische Marken. Yay. Boni. Tja, Titan, da hat Zwollo dich gerade geschlagen. Da hat er beinahe auf den Button gehämmert, oder? Tja, müssen wir wohl. Ich vergesse immer, das Headset abzunehmen. So. Ach ja. Und 1. Und ja, ich kriege halt immer noch meine Fersen gehen immer noch nach oben. Boah, 2. 3. Boah, 4. Boah, 5. Boah, wenn ich mich konzentriere, bleiben tatsächlich meine Fersen unten, aber da muss ich mich konzentrieren. Na, ich habe am Anfang die Arme nach vorne gehalten, meinen ersten 2. Einfach damit ich es wieder mit einem Gefühl kriegst. Und bei den anderen 3 brauchst du es halt nicht, aber. Boah, geht halt schon in die Oberschenkel. Du merkst halt schon, wie die warm werden, nur von den paar Dingern. Und danke für deine 250 Burger, Solo. Waren gut angelegt. Na, ich habe halt übel viel Respekt vor
Streamern, die tatsächlich halt Workouts während des Streams machen. Auch wenn die meistens dafür einen akklimatisierten Raum haben und ich in meiner kleinen Butze sitze. Oder Streamerinnen. Na, so viel man über manche Streamerinnen schimpfen kann. Sportlich fit sind sie. Richtig, ganz normal. Nee, ich lese gerade Guide wegen des Set. Und das will ich in Zukunft im Vollbild. Richte mal eine ordentliche Szene bei deiner Cam ein. Das kann ich tatsächlich machen. Glaube ich. Schwierig. Weil die Szene, wie soll ich sagen, es liegt nicht an der Szene, sondern es liegt daran, dass die Kamera auf eine bestimmte Perspektive festgelegt ist. Und diese Perspektive steuerst du nicht über OBS, sondern das steuerst du über dein, in dem Fall Logitech-Zeug. Und du kannst aber in OBS nicht verschiedene Kameraperspektiven speichern, sondern du speicherst immer bloß als Quelle die Kamera und nicht als die Kamera mit dieser Einstellung. Das heißt, du kannst nicht mehrfach dieselbe Kamera da mit verschiedenen Einstellungen daran speichern. Das funktioniert halt nicht. Zumindest meines Wissens halt nach nicht. Wenn es funktioniert, dann vielleicht sagt mir einer Bescheid. Aber meines Wissens nicht, weil du halt die Kamera nicht veränderst. Ja, deswegen haben ja die Streamer halt tatsächlich ein Standbild, ne, ein festes Bild halt. Beziehungsweise dann halt eine, schalten sie auf eine zweite Cam um. Oh, macht schon durstig. Müsste ich eine zweite Cam machen. Aber kostet halt alles Geld, ne, eine gute Cam. Ich meine, ich habe halt eine relativ gute Cam, das ist hier die Logitech. Welche war das? Die die HD Pro 10920. Das ist eine relativ gute Einsteiger-Cam. Ja, ich meine, ich brauche keine für 1000 Euro. Das kann ich nicht bezahlen. Das will ich auch gar nicht bezahlen. Weil das ist nicht mein Anspruch. Klar, kann man nach oben mit Goldkontakten einem Schnurz. Ist aber mir alles wurscht. Hauptsache, sie soll ein Bild, ein ordentliches Bild liefern und fertig. Und das macht die halt. Also ich finde das Bild tatsächlich relativ scharf. Sie fokussiert ordentlich gut. Sie ist sehr stabil. Du kannst Sachen einstellen. Bestimmte Sachen, kannst du gerade Filter einstellen oder so bei dem Programm etc. Ja gut, ich meine, ich kann ein neues Community Goal aufmachen, ne? Können da spenden. Können wir gerne die Alpha als Ziel setzen. Wenn ihr spenden wollt, lege ich euch da keinen Stein in den Weg. Wenn es eine zweite Cam gibt, dann wird es halt eine relativ günstige Cam halt geben, weil wozu brauchst du die denn im Endeffekt? Beziehungsweise für eine zweite Cam bräuchtest du ja tatsächlich dann den Fuß halt auch. Na, diesen Standfuß. Weil ich wüsste halt nicht, wo ich die hinmachen kann. Weil meine jetzige sitzt halt direkt auf meinem Hauptmonitor oben drauf. Viermal Schulter, 83 Quali. Was? So, Zeitlimit. Hier werden wir voll ausschöpfen, das ist immer gut. Naja, die EP werden wir auch hier rüberkommen. Das ist gerade umgeschwenkt. Potenziell haben wir 20 Punkte, ist okay. Weiter.
Okay, du springst wild zwischen den Themen hinher. Du bist wieder bei Lost Ark. Viermal Schulder hast du ein 83er Quali, ja. Ja, 1K Golf hat Boulevard. Immer 250 pro Versuch für jedes scheiß Teil. Egal welches Teil. Also persönlich war ich zufrieden, als es blau war. Ne, blau ist es ab 70. Damit kann man leben. Wenn es eine lila Qualität ist, ne, ab 90, ey, umso besser. Sagt man nicht nein, aber blau sollte es halt Minimum sein. War nicht mal blau, ja, das ist, ja klar. Also blau sollte es, unter blau solltest du gar nicht anfangen. Das muss dann Minimalanspruch sein. Und damit du die ganzen Sonderboni halt kriegst. Ja, weil das sind ja auch Stats drauf und die Stats richten sich ja nach der Qualität. Und im Endeffekt wirst du diese Rüstung vermutlich länger tragen, es sei denn. Es gibt halt den Ultra-Mega-Loot von Kakul Seiden hier mit dem 1385er-Ding. Okay, Hände 2x75er Quali. Das ist ja auch mies, ne? Zweimal die gleiche Quali. Das ist ja auch mehr so ein Schuss in den Ofen. Drei Setteile. Wie viel kosten die 12, ne? Ja, das haben wir gebraucht, ja. Ja, das heißt 40 gekriegt, das heißt 12, ja, 36. Ja. Ja, das heißt aber halt zwangsläufig, dass du beim nächsten Mal halt dann auch das restliche Blut kriegst, um die restlichen zwei Setteile zu machen. Also, aber das Wichtige ist nicht der zweite Set Boni, sondern der erste Set Boni. Ne, der für, ich glaube, den kriegst du sogar schon mit zweien. Ja, diese Sonnenkraft da, dieser Crit, der stackt. Weil wir relativ viel angreifen. Na, wir haben ja nicht einzelne Schläge, die richtig reinhauen, sondern wir haben ja mehrere kleine, gerade in Dämonenform. Wo einfach immer instant irgendwie das Ding sofort hochtickt. So. Was ist denn hier? Secondaries, geht doch. Ah, die ersten fangen an zu treffen. Endlich macht der Skill hier mal sich bemerkbar. Torpedos voraus. Au, das hat wehgetan. Torpedos voraus. Ja, einen nehme ich mit. Das einer ist keiner. Kreuzer versenkt. Unser Team hat die Führung übernommen. Eigentlich müsste ich mit den Hauptkanonen nicht drauf schießen, aber hey, was soll's. Es sollen so viel wie möglich Schadenwurzeln. Bäm, wer sagt's denn? Ist auch Platz. Oh. Was sind das für Schlümpfe? Warum schießen die schon auf mich?
Obwohl, schießt auf mich. Come on. Gib mir Tank. Ich soll AP schießen. AP. Unser Sieg ist in Sicht. Na, aber auf die Reichweite halt der Mainz halt eine dicke Breitseite. Einfach so, weil er es kann. Und ein 96er. Uff, und ein 96er Ring als Loot bekommen. Immerhin mit dem dämonischen Impuls 3. Ja. Ja, gut, was hat er denn für einen anderen Stadt? Dämonischer Impuls 3 ist schon mal. Ist schon mal ein guter Ansatz, um ihn verkaufen zu können. Es muss nur Spezialisierung drauf sein. Und irgendein anderes Ding, wie verwegene stumpfe Waffe oder Groll oder Adrenalin. Ja, Spezien durch. Ja, ist doch cool. Na, perfekt. Ist doch ein guter Ring. Stabilisierender Status. Ich habe dadurch nur noch einen Negativ. Ah, du hältst ihn. Okay. So. Aber ich muss erstmal Biopäuschen machen. Na, die Sport geht auf die Blase. Bis gleich.